Hallo, ich bin der Leo. Ich weiß nicht, ich war schon einmal hier, aber haben mich vielleicht nicht so viele gesehen. Ich gehöre zum den Neckargärten. Das ist so ein urbaner Gartenverein. Und der Zwetschko hat mich einfach mal gefragt, ob ich hier mal so ein, zwei Worte zu dem Garten verliere. Das habe ich mal vor. Und die Maus kommt mal ein Stück aus dem Weg. Ja, gut. Ja, ich sollte eigentlich schon letzte Woche da sein, da habe ich es nicht geschafft, falls ich da mit jemandem auf die Füße getreten bin. Entschuldigt bitte. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was über den Garten, wie wir so ein bisschen entstanden sind, was wir machen, was wir uns so vorgestellt haben für den Garten weiterhin. Und danach könnt ihr mich einfach fragen. Ist mir sowieso lieber, wenn ich mit euch rede, als dass ich so einen Monolog führe. Die Bilder habe ich mir jetzt noch nie angeguckt, also ich klicke die mal so systematisch durch. Ist halt der Garten drauf. Okay, gut. Wir sind die urbane Mannheim-Gartenvereinigung. Und was machen wir eigentlich? Also wir haben eine Gartenfläche von der Stadt gesponsert bekommen, also so eine Grünfläche, wie die hier zu sehen ist. Also nicht die, sondern erstmal nur Grünfläche und die begärtnern wir einfach. Die Fläche liegt am neuen Messplatz, also dort wo der Kaufmann steht, direkt an der Haltestelle, neuen Messplatz. Wenn ihr dort aussteigen würdet, würdet ihr es direkt sehen. Was machen wir dort? Wir bauen dort so ein Gemüse an und andere Sachen und gärtnern eben, was es Zeug hat. Wunderbar. Gut, an sich kommt das Ganze aus dem, okay, aus dem urbanen Gardening. Ja, das kommt also irgendwie aus Amerika vielleicht zu nur das Wort. Und das heißt natürlich mehr oder minder, wir wollen die Stadt so ein bisschen begrünen und in einem urbanen, in einer urbanen Umgebung, also in einer städtischen Umgebung, einfach ein bisschen mehr Grün sehen, als es zurzeit ist. Das gibt es natürlich in unterschiedlichsten Varianten. Wir haben das Ganze so gemacht, wir haben eine Fläche, auf der wir also kontinuierlich sind und dort also was anbauen. Das heißt, wir haben dort wirklich was im Boden. Das ist größtenteils Gemüse, aber auch ein paar Pflanzen. Es gibt natürlich noch andere Vorstellungen. Es gibt Leute, die so Seed-Bombs machen, also durch die Stadt laufen und einfach einen Brocken Erde mit Samen durch die Gegend werfen, um Sachen schöner zu machen. Es gibt Leute, die einfach einen Flecken Grün nicht schön genug finden und den so ein bisschen verbessern. Es gibt Leute, die das auch ohne die Erlaubnis der Stadt machen, also einfach sich, was weiß ich, in die Mitte des Luisenparks setzen, dort ein bisschen reingraben, Kartoffeln reinsehen, die brauchen ja keine Pflege und hoffen, dass sie stehen bleiben. Die Hoffnung ist meistens vergebens, aber klar, kann man machen. Es gibt Leute, die ein bisschen künstlerischen Anspruch haben und was weiß ich, diese grüne Welle benutzen, um, keine Ahnung, so einen Schriftzug aus Moos zu machen oder so weiter, aber das ist jetzt nicht unsere Idee. Aber gut, das ist eben alles urbanes Gardening. Ja, also es gibt also unterschiedliche Ansprüche und auch unterschiedliche Ideen von den einzelnen Leuten. Was machen wir eigentlich? Also wir haben so eine wunderbare Gartenfläche, so eine Grünfläche von der Stadt bekommen und haben dann auch nach einigem Hin und Her ganz schöne Unterstützung von der Stadt bekommen. Also wir haben den Zaun gesponsert bekommen. Dort hinten ganz links sieht man so ein paar weiße und braune Berge. Das ist Erde, Sand und Kompost. Die haben wir auch gesponsert bekommen. Ganz vorne links, dieses braune Ding, ist eine Wasserleitung. Die haben wir auch von der Stadt bekommen, also die ist da ganz glücklich drüber. Das liegt größtenteils daran vermutlich, dass Open Gardening zurzeit relativ hip ist einfach. Und wir so ein bisschen ganz gerne als Aushängeschild vielleicht irgendwann mal kultiviert werden wollen, sollen. Also da kommt jetzt auch immer mal der... Oh, ja, alles klar, danke. Klick mal einfach weiter. Ich kriege mal ein paar andere Bilder. Ja, und deshalb bekommen wir auch immer mal Besuch von irgendwelchen Leuten, die uns interviewen wollen und so weiter. Ist schon in Ordnung. Genau. Am Anfang waren wir nur 13 Leute, die sich einfach so zusammengefunden haben. Könnte ich was dazu erzählen, was ich auch mal weg. Was haben wir am Anfang gemacht? Wir haben ein paar kleine Hochbeete, also hier diese wunderbaren Dinger hier angelegt, haben die mit Erde vollgefüllt und haben einfach unterschiedliche Sachen reingemacht. Da gibt es persönliche Beete, also es kann jemand sein eigenes Beet haben. Oder sagt eben, das ist ein allgemeines Beet, da machen alle ein bisschen drin rum und wenn da irgendwas wächst und gedeiht, können das auch alle mitnehmen. Das gilt also sowieso für alles. Dann haben wir diese wunderbare Kräuterspirale in der Mitte hochgezogen. Vielleicht haben wir davon auch noch ein etwas schöneres Bild. Natürlich nicht, warum auch? Naja, halt hier so dieses Ding. Ah, Traum. Die Steine haben wir übrigens auch von der Stadt bekommen. Also die Stadt ist in dem Fall, also das Quartiermanagement von der Neckarstadt, war da wirklich sehr großzügig und unterstützend bei der ganzen Sache, ist echt cool. Es gab eine ganze Menge Startschwierigkeiten am Anfang. Wir hatten am Anfang überhaupt kein Werkzeug und wussten nicht, wo wir es unterbringen sollten. Dafür haben wir dann, ist das hier zu sehen? Nee, haben einen Bauwagen vom Jutz bekommen. Das ist das Jugendzentrum dort in der Stadt, hat bestimmt auch schon mal jemand von gehört. Nee, so wichtig. Dort tun wir jetzt unser ganzes Werkzeug rein. Wir haben die Wasserleitung erst relativ spät bekommen.
Und deshalb hatten wir am Anfang große Schwierigkeiten, weil wir unser Zeug nicht bewässern konnten. Da dachte man, wäre es schon quasi das Aus für unser Gärtnerprojekt, aber das war nicht der Fall. Sondern die ganzen Anlieger haben sehr viel Unterstützung geliefert und haben also immer mal sind die mit so einem Wassercontainer vorbeigekommen und haben so kleinen Container Wasser abgegeben und meinen, hier für euch, ihr habt doch kein Wasser, ihr armen Schweine. Also eine sehr schöne Sache, die Leute sind da echt mit dabei. Ich bewege mal die Maus für den Fall. Was gab es noch? Natürlich auch blöd am Anfang, dass man eigentlich überhaupt nichts über das Gärtnern weiß. Also ich persönlich zum Beispiel habe null Ahnung von Gärtnern gehabt vor 4 Monaten. Und habe da einfach mal mitgemacht, habe ich natürlich auch viele Fehler gemacht, aber das Ganze soll ja auch so ein bisschen eine lernende Idee sein. Seit der Zeit ist, seit wir da angefangen haben, gibt es so eine grobe Idee vom Gärtnern. Wir treffen uns jeden Sonntag um 13 Uhr, so für größere Projekte, um mal Sachen zu bequatschen und einfach auch mal in Ruhe zusammenzusitzen und Käffchen zu trinken, weil es ist ja Sonntag. Und sonst kann jeder zu jeder Zeit kommen. Weil die Tore sind immer offen. Ich weiß nicht, ob das hier jemand zu sehen ist. Aber wir haben, naja, gut, vollkommen egal. Wir haben hier so wunderbare Tore und einen Zaun. Der Zaun ist allerdings nicht hoch, der ist nur so hoch. Und da haben wir am Anfang überlegt, ob wir überhaupt die Tore zumachen oder offen lassen sollten. Wir haben sie im Endeffekt offen gelassen. Wer reinkommen möchte, würde eh reinkommen. Und wir hatten dann große Bedenken, ob nicht uns irgendwas kaputt gemacht wird oder ob uns unsere Pflanzen geklaut würden, Pflanzen rausgerissen werden. Weil es ist ja in der Neckarstadt West und das ist ja vielleicht doch schon eher so ein sozialer Brennpunkt. Aber wir haben nur positive Erfahrungen gehabt. Alle Leute, die dort in der Umgebung wohnen, haben uns immer unterstützt und gemeint, es ist ein tolles Projekt, ist gut. Wenn ich hier abends vorbeikomme, passe ich da auch mal ein bisschen auf. Also das funktioniert einwandfrei. Genau, wir bekommen echt viel Zuspruch von den Anwohnern. Da gibt es also so vielleicht 3 Kategorien. Es gibt die neuen Gärtner, die dazukommen, also meistens am Sonntag, wenn du dort rumstehst und vor dich hingärtnerst, kommen meistens fremde Leute stehen, stellen sich so unauffällig neben dich, bis du die mal freundlich anlächelst und dann fragen die, ob sie nicht mal mitgärtnern dürfen und was sie dafür machen müssen. Zurzeit sieht es noch so aus, dass du überhaupt nichts für machen musst. Also es gibt einen Beitrag, den wir jetzt zum ersten Mal tatsächlich einsammeln, die 5 Euro im Monat und sonst muss man da einfach nur regelmäßig vorbeikommen und sich um sein Beet kümmern, das wäre also schön. Dann gibt es noch Gärtner aus der Umgebung, also es gibt zum Beispiel neben dem Herzogenriedpark hinten gibt es, ihr kriegt einfach noch mehr Bilder, eine Kleingartensiedlung und dort kommen auch immer Gärtner vorbei, die zu viel Zeug haben, also die, was weiß ich, wir haben noch sehr viele Setzlinge, rote Beete wollt ihr die haben, wir haben ein bisschen altes Werkzeug wollt ihr das haben, wir haben also zum Beispiel einen Handrasenmäher gespendet bekommen und so Sachen. Das funktioniert sehr gut. Und was außerdem noch sehr wichtig ist, ist die 3. Kategorie von Unterstützung. Das sind nämlich, ich habe sie vorhin gesehen, nur jetzt nicht hier hinten, diese netten Herrschaften, die so um das Gelände sitzen. Weil das ist so ein bisschen der Alki-Treffpunkt, sage ich mal, dort. Und in den Bänken drumherum sitzen überall so Leute, die also so ab 13 Uhr dort ihr Bierchen trinken. Man findet auch manchmal früh, wunderbar, jemanden, der dort seinen Rausch ausschläft auf der Fläche. Aber ist ja kein Problem, man lässt ihn halt schlafen und gärtnert halt in Ruhe. Und da hatten wir auch unsere Sorgen am Anfang, aber die sind unglaublich freundlich. Also die erzählen natürlich manchmal Mist, wenn sie zu viel getrunken haben oder brüllen mal irgend sich gegenseitig an, das passiert. Aber an sich sind die sehr freundlich, die haben uns bei den Tomaten geholfen. Viele von denen haben mehr Ahnung vom Gärtnern als wir. Also wir hatten letztens eine Sense, die hat uns irgendeiner gesponsert. Dann waren wir natürlich alle total begeistert, jetzt sensen wir mal ordentlich mal Rasen weg. Und er ist nach 2 Minuten von unseren Bemühungen dann einer gekommen und meinte, okay, ich komme aus Sizilien, ich habe da, gib mal die Sense her, Junge, ich zeig dir mal, wie man das macht. Also ist wirklich eine schöne Sache. Wir kriegen da sehr viel Unterstützung. Und die passen auch in der Nacht auf oder man kann dort Sachen bei denen abgeben lassen, die sind ja immer da. Und wenn dann einer, nee, ist wirklich toll, wenn dann einer sagt, okay, ich hätte hier das und das, kann ich da morgen 13 Uhr, bestimmt, da ist schon einer da, das wird schon, kein Problem. Ist wunderbar, funktioniert. Okay, als letztes, warum mache ich das überhaupt persönlich jetzt mal für mich? Warum finde ich das urbane Gärtnern echt toll? Also, es ist Arbeit, die du draußen machst. Also, du machst tatsächlich mal körperliche Arbeit draußen. Das ist was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat. Also, wenn man so viel Zeit vom Computer und vom Internet verbringt, freut man sich schon, wenn man da mal draußen ist. Man arbeitet mit Pflanzen, man lernt neue Sachen über Pflanzen, also wie die überhaupt existieren als Lebewesen und was du denen zumuten kannst, was nicht, wie die besser wachsen, warum die besser wachsen. Ich habe mir mit einer Mitgärtnerin mal das Kompostieren auf den Kopf geschrieben
Und da haben wir dann jetzt auch eine ganz harte Kompostordnung und versuchen da irgendwie durchzudrücken, dass alle genau das Richtige dort reinschmeißen, dass das Top-Kompostement. Das ignorieren die natürlich alle, aber ist ja vollkommen egal. Man arbeitet viel im Team, das macht Spaß. Man bekommt so ein bisschen was vom Networking mit. Also weil viele, die dieses urbane Gardening machen, haben eben die gleichen Ansprüche wie man selbst. Also die kümmern sich meistens so um Sachen, machen sich Gedanken um, wie möchte ich überhaupt leben, wo kommt mein Essen her, Nachhaltigkeit und diesen ganzen Kram. Und da gibt es sehr viele Leute, die man dann kennenlernt, die man sonst nicht kennengelernt hat. Zum Beispiel den Zwetschko und das Traumzeitlabor, das hätte ich ja auch sonst nicht kennengelernt, ist hier vorbeigekommen. Jetzt kenne ich das, ist eine schöne Sache. Genau, was noch? Ja, im Prinzip ist es Arbeiten draußen im Dreck und das ist einfach schön. Also ich weiß nicht, ob da alle so drauf stehen, aber also seit ich das mache, finde ich das echt toll, so ein bisschen im Dreck rumzuwühlen, irgendwas ein- und auszugraben. Wenn du nach Hause kommst, hast du tatsächlich mal dreckige Hände und kannst du dir waschen und hast tatsächlich einen Grund dafür und das Wasser wird, ich weiß nicht, ist super, ich finde das super. Okay, als letztes, eigentlich das Einzige, was ihr euch mal davon überhaupt mitnehmen müsst, ist, wie ihr mitmachen könnt oder wann ihr mal vorbeischauen könnt. Kommt einfach mal am, ich lasse es jetzt aus, kommt einfach mal am Sonntag um 13 Uhr, haben wir jetzt immer Termin, also vielleicht nicht den letzten im Monat, da haben wir Plenum, also da reden alle möglichen Leute ganz schön viel, aber kommt einfach am Sonntagnachmittag, wenn mal schönes Wetter ist, rum, guckt euch das Ganze mal an. Es ist wirklich schön, also auf manchen Bildern sitzen wir ja auch meistens rum und trinken Käffchen, also das ist auch eine Hauptbeschäftigung unseres Gartens, mal Kaffee zu trinken. Und schaut euch das Ganze an. Es ist eine schöne Sache und mir zurzeit mein liebstes Projekt, was ich mache. Gut, genau, ich bin erstmal fertig. Und jetzt ist die Frage, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wollt ihr mir irgendwas fragen? Ja, bitte. Ja, wie organisiert ihr das denn? Kann jeder wirklich pflanzen, was er will? Oder habt ihr irgendwie so... Hilfe? Ja. Naja, ist kein Problem. Du kannst pflanzen, was du willst. Nein, also es sieht so aus, dass wir zur Zeit kommen wir so ein bisschen an einige Grenzen. Also wir haben ja erstmal mit einem komplett leeren Feld angefangen. Und da war es natürlich gut, weil jeder quasi irgendein Feld, also irgendein Stückchen Land sich nehmen konnte, umgraben, irgendwas einpflanzen. Das war natürlich schön. Jetzt kommen wir so langsam an die Grenze, dass wir keine so richtig nutzbaren Flächen mehr haben, weil halt, wir waren ja am Anfang, also so, ich glaube, knapp 20 waren in der Gründungsveranstaltung, davon sind jetzt, glaube ich, noch 13 dabei, die wirklich mitmachen. Und wir haben jetzt, glaube ich, 35, 36 Mitglieder und da gärtnern noch mehr, als es nur Mitglieder sind. Und jetzt kommen wir so langsam an unsere Grenze. Also klar kann, also dieses Jahr sieht es noch so aus, jeder kann machen, was er will. Wir hatten jetzt letztens wieder Pläne und wir müssen es natürlich einschränken. Wir müssen uns überlegen, wer wie viel Fläche haben darf, aber was die dort anpflanzen und wie, das ist denen überlassen. Also manche pflanzen im Korb ein, manche pflanzen halt im Kompost direkt, gibt es ein paar Kartoffeln, die drin sind. Manche pflanzen halt Kürbisse, manche wollen lieber Blumen haben. Also gerne, wenn ihr da nicht irgendwie noch so eine kleine Belüftung drum oder irgendwas, kein Problem, also ich bin da dafür, solange ihr den Kopf hinhaltet dann. Wir wussten das nicht, wir dachten es wäre Salat. Wir hängen hier lieber einfach so ein paar, wie heißen die, für Vögel, diese netten kleinen Felder im Winter, da fallen auch mal so ein paar Samen runter. Ja genau, das kenne ich da, ja, clever. Läuft die Aufnahme noch? Klar, nee, also wir haben bis jetzt niemanden... Ich mich bitte auf, dass der Teil jetzt dann rausgeschnitten wird aus dem... Wir haben bis jetzt noch niemanden zurückgewiesen, also der Mitglied werden wollte. Also es gab einige, die haben wir jetzt, also ja, die haben halt nicht sehr elanvoll geklungen, als sie gemeint haben, wir wollen jetzt irgendwie hier mal irgendwie ein Beet. Und als wir denen dann gesagt haben, ja, es wäre schon schön, dass das Beet dann auch wirklich genutzt wird. Also wir haben ein paar brachliegende Beete, die wir dann einfach irgendwann... übernehmen. Also wir sagen, okay, der ist jetzt seit, weil ich 4 Wochen nicht da, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen dran drum und pflanzen aber auch ein, was wir wollen. Und sollte er jetzt einfach 4 Wochen im Urlaub gewesen sein, gut, das ist dann ja nicht schlimm für ihn. Also dann ist ja kein Problem. So das komplette Gegenteil von einem Strebergartenverein. Wir versuchen das komplette Gegenteil von einem Strebergartenverein zu sein. Also zurzeit, alles wird demokratisch bestimmt. Beim Plenum war die Idee, dass wir so lange quatschen, bis wir also eine Lösung für die alle für alle akzeptabel sind, gefunden haben und im Notfall wird abgestimmt. Das Abstimmen wurde bis jetzt noch nicht genutzt, also wir müssen es noch nicht nutzen. Es kann, also wenn das natürlich irgendwann mal älter wird, der Verein, und immer größer, kann es sein, dass wir das irgendwie vielleicht mal aufgeben müssen. Aber noch funktioniert das alles und geht einmal frei. Noch Fragen? Irgendwelche? Also, lasst euch Zeit.
Sonst sitze ich hier bestimmt auch noch eine Weile rum, da kann auch jemand mal auf mich zukommen oder so. Oder halt, wie schon gesagt, Sonntag 13 Uhr. Kommt da mal vorbei, guckt euch das an. Habt ihr mal irgendwie schon angefangen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Also der VVP ist ja jetzt quasi schon Art der Öffentlichkeitsarbeit, also gerade so in den Kindergärten oder irgendwie sowas in der Richtung? Aha. Ach ja, genau, wir haben ein Sommerfest, ah, richtig. Am 26. nächsten Monats haben wir ein Sommerfest, also quasi so eine Eröffnungsfeier und so eine Dankesfeier auch an einige, weil wir haben das ja nicht nur allein gemacht, da gibt es ja viele aus der Stadtverwaltung, denen wir mal einfach danken müssen und die mal vorbeikommen. Ist am 26., da wollten wir auch noch ein bisschen die Umgebung, also alle, die wirklich nebendran wohnen, einladen und mal schauen, ob man da genug Unterstützung findet, vielleicht auch noch den einen oder anderen Gärtner. Und ja, da werden wir sehen. In nächster Zeit wird vermutlich auch das Thema vielleicht neue Fläche zur Sprache kommen, weil es gibt immer mal Leute, die von weiter weg kommen, die irgendwie in Rheinau wohnen und sagen, ja, es ist tolle Sache, gefällt mir, würde ich gerne mitmachen, aber ich wohne in Rheinau. Da gibt es, denke ich, noch Potenzial, das überall sprießen zu lassen. Also das muss nicht auf dieser kleinen Fläche bleiben. Man braucht ja nur genug Leute, da kann man auch genug Flächen machen. Sonst so richtig Öffentlichkeitsarbeit, ja, wir haben ein paar Interviews gemacht, aber so richtig aktive Öffentlichkeitsarbeit. Unsere aktive Öffentlichkeitsarbeit ist, glaube ich, einfach auf dem Feld zu sein und dann kommen da Leute vorbei. Es ist schon mal passiert, dass eine ganze Kindergartengruppe vorbeigekommen ist. Das hat uns nämlich ganz schön abgeschreckt, weil die sind unangemeldet vorbeigekommen. Da waren da 30 Kinder und 2 Betreuer und wir waren zu zweit auf der ganzen Fläche und ja, wir waren eben ganz schön erschlagen. Und die wollten dann auch mitgärtnern und Gärtnern ist zum Beispiel für Kinder ganz schön echt langweilig. Also weil das musst du präzise machen und langsam machen und du musst das dann zudecken, da passiert überhaupt nichts. Ist nicht so eine super Beschäftigungstherapie für Kinder. Also da müsste man sich schon noch was Neues einfallen lassen. Also wir hatten mal gedacht, dass wir irgendwann mal vielleicht eine kleine Spielplatzecke oder so machen, weil viele von den Gärtnern, also nicht viele, aber ein paar haben eben auch Kinder. Am Sonntag rennen da eben auch immer Kinder rum. Weil die auch immer mithelfen, da denkst du dir ja schon gerne was aus, aber vielleicht verlangsamt sich deine Arbeit natürlich schon um einiges. Ja, zur Öffentlichkeitsarbeit könnte man noch sagen, es gibt eine Facebook-Seite und eine Internetseite. Und ansonsten ja, ich denke, verlinkt ihr das mal in Wiki? Also für den Vortrag hier gibt es jetzt auch eine Wiki-Seite, könnt ihr zumindest auch anlegen, dass ihr einfach mal diese ganzen Infos mal reinschmeißt. Klar. Internetadresse, wann ihr euch trefft, Sommerfest von Jens Infos. Na klar. Cool. Wir können das auch also dann kultiviert halten, also dass wir das immer updaten. Das könnte man machen. Cool. Also wenn man das, ich möchte das jetzt nicht komplett versprechen, also wenn wir das hinkriegen, wenn ja, da... Kann ich ja machen. Na klar, also gerne. Gerne. Ja, genau. Wolltest du noch irgendwas Sinnvolles sagen? Nee, du, ach, ich höre jetzt auf. Gut, ich danke euch für die Aufmerksamkeit.